Nein. Ich hätte Lust auf eine etwas andere Erfrischung. Du auch? Carla, wenn euer Personal uns sieht. Ich dachte eher an ein Eis. Na, was? Welche Sorte? Ich war ja schon unterwegs und plötzlich klang das Taxi wie ein Traktor. Der Auspuff. Und wieso bist du dann hier? Na, der Wagen musste sofort in die Werkstatt und deshalb hat mir mein Chef freigegeben. Das ist doch mal ein cooler Chef. Mhm. Und dann bist du zufällig Carla über den Weg gelaufen. Genau. Sie hatte anscheinend die gleiche Idee wie Konstantin. Auf eine Extra-Einladung, jetzt komm! Na, warte, ich komme! Die beiden haben es gut. Bitte. Danke. Schade, dass wir vor Lisa nicht offen sein können. Hast du keine Angst, dass das Personal uns stört? Die haben schon Feierabend. Wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder in meinem einsamen Taxi sitze und ich 2 Meetings in der Holding habe. Aber da fahren wir noch eine ganze Nacht für uns alleine. Mhm. Wenn deine Tochter nicht wieder im 5-Minuten-Takt anruft, dann wissen wir, bei wem du schläfst. Du solltest es ihr endlich sagen. Ja, aber in Ruhe. Unter 4 Augen. Wunder dich nicht, wenn Konstantin dir zuvorkommt. Du hast es ihm gesagt? Mhm. Das war gar nicht nötig. Er ist von selbst drauf gekommen. Konstantin. Hey. Können wir dich kurz stören? Susanne würde gerne was mit dir besprechen. Hey, Frau Warnham, was gibt's denn? Hallo. Also, naja, Carla hat mir erzählt, du wüsstest, dass wir beiden... Dass ihr zusammen seid? Ja. Ist ja nicht zu übersehen. Na, jedenfalls, Lisa ahnt auch schon was. Zumindest, dass ich verliebt bin. Ich habe ihr nur noch nicht gesagt, in wen. Und mit dir darüber zu sprechen, das fällt mir schwer. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und Lisa ist so sensibel. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und deswegen würde ich gerne die passende Gelegenheit abwarten. Und ich soll so lange meinen Mund halten, ja? Bitte. Meinst du, das gefällt Lisa? Ja klar, warum nicht? Jetzt habe ich aber immer noch nichts für mich. Vielleicht doch. Tut mir leid, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Oh, nee, das ist ja dieses sündhaft teure Teil. Was hat dir so gut gestanden? Oh, danke, danke, danke. Die Leute gucken schon. Ist doch egal, ich bin verliebt. Jeder kann das sehen. Und was ist mit Lisa? Ich sag's ihr. Wirklich? Ja, ich weiß nicht, Frau Lisa. Oh, hier hat doch jemand gebacken. Hallo. Hi. Hallo. Für Elisabeth. Und natürlich für alle Verliebten dieser Welt. Warst du das? Sehe ich so aus? Nein, der ist von Lisa. Aber ich rate euch, Finger weg, solange Elisabeth noch nicht da ist. Ja. Da müssen wir uns wohl noch gedulden. Wie schade. Lisa mag Elisabeth sehr, nicht? Sie ist ein Familienmensch und sehr anhänglich. Kommt sie eigentlich inzwischen besser mit der Trennung von deinem Ex klar? Sie hat es einigermaßen verkraftet. Ich meine, sie weiß ja, was er alles verbockt hat. Trotzdem bleibt er ihr Vater. Ja, da hat es wohl jede neue Beziehung schwer. Unsere wäre auch gewöhnungsbedürftig. Ich meine, welche Mutter verliebt sich schon in eine Frau? Trotzdem, du solltest sie endlich einweihen, sonst erfährt sie es noch über Dritte. Ja, das werde ich ja auch. Ich habe Angst. Wer weiß, wie sie reagiert. Es geht nichts über Ehrlichkeit. Ich muss da durch, ich weiß. Ja,
Am besten heute. Hast du nicht was vergessen? Was denn? Das zum Beispiel. Hallo. Paul hat mich überredet, heute ein großes Familienessen zu kochen. Ich hoffe, ihr habt heute Abend nichts vor. Okay, das war wohl keine gute Idee. Seit wann wisst ihr, dass Susanne mit Carla zusammen ist? Ich will das jetzt wissen. Lisa, das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Lisa, ich glaube, ich muss was erklären. Du hast mein Klopfen nicht gehört. Es tut mir leid, dass du es nicht von mir erfahren hast. Ich wollte dir schon lange... Warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Weil ich nicht wusste, wie ich sagen soll. Zum Beispiel, Lisa, ich bin lesbisch. Das sagt sich so einfach. Ich war doch auch die ganze Zeit völlig neben mir. Das habe ich gemerkt. Entschuldige bitte. Ich war nicht fair zu dir. Entschuldige bitte, ich denke die ganze Zeit an Lisa. Sie ist jetzt bestimmt völlig verwirrt. Weiß sie, dass du hier bist? Sie hat es von mir erfahren, aber bin ich selbst dran schuld. Ich war zu feige. Ja, du wolltest den richtigen Zeitpunkt abwarten und den... Den gibt es nicht. Ja.